Ich würde mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elonen zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ich hoffe ganz einfach, dass diese Schaumstoffmatte einfach mal irgendwas bringt. Ich habe jetzt diese Pyramiden-Schaumstoff-Sache dort auf meinem Schreibtisch gerade mal aufgebaut. Ich habe es noch nicht festgeklebt, das konnte noch nicht werden. Ich habe da gerade die Akustikmatte hingestellt. Es hört sich genauso schallisch, so genauso hallisch an, wie es sonst immer war hier in diesem Raum, aber vielleicht tut es ja irgendwas für die Kamera. Ich werde es im Schnitt dann sehen und ihr werdet es jetzt hören. Naja, kann ja nur eine Verbesserung sein, wenn auch nur marginal. Auf geht's zurück. Palais Allee. Jetzt geht's hier über den grasigen Weg zurück. Dann nehmen wir mal den Weg, damit wir auch ein bisschen was anderes sehen als diesen einfachen Weg. Der wird vielleicht ein bisschen beschwerlicher als die große, fette Route, die man da den Hauptweg nimmt, aber ja. Auch im Sinne des Trainings könnte das gut sein und interessant sein, unser Let's Play. Oh, ein Trainer, den ich umgangen habe. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Wieso? Wieso? Einfach nur wieso. Fangen wir uns nicht, dann brauchen wir nicht, kein Interesse. Danke, aber nein, danke. Das Gras ist hier auch besonders hoch, muss ich sagen. Wow, ein Damokles. Na, das werden wir uns doch wohl fangen. Unbedingt. Na komm, Feenbrise. Mach was draus. Zack. Ja gut. Na komm. Das muss ich in meinem Team haben. Damokles, entwickeln tut sich das nicht mehr, glaube ich. Aber wenn das am Level steigt und stark wird, das ist geil. Das können wir in der Pokémon Top 4 Pokémon Liga gebrauchen. Da wird es ja auch eins von geben. Eine Top 4. Und ja, das kann richtig stark sein. Das ist, glaube ich, jetzt schon stark. Also das ist nicht zu unterschätzen. So ein Gamma-Class im Team, das habe ich gerne. Na komm, Feenbrise. Ich weiß, das macht nicht viel aus, aber ich wollte gerade sagen, solange er noch nicht angreift und noch keinen Schaden macht, macht er auch noch nicht. Dann können wir noch weiterkämpfen. Metallsound. Zack. Und da sinkt nur die Verteidigung. Das ist gut, da können wir weiter mit Feenbrise. Den Gramokles schaden. Gramokles heißt das. Richtig ausgesprochen heißt das Gramokles. Oder Gramokles, ja. Ein cooler Name für ein Pokémon. Muss man dem, glaube ich, gar keinen Spitznamen mehr geben. Oder haben wir irgendjemanden in der Community, der mal einen Pokémon... Ja, einen Platz habe ich auch noch frei im Team. Da habe ich... Ja, ich weiß schon, wen ich dieses Pokémon geben soll. Welcher Name aus meiner Community da mal verdienterweise hinkommt. Okay, es ist ein Weibchen. Na gut, ja, wie auch immer. Und was soll's. Kriegt trotzdem den Namen. Der Name an sich ist ja ziemlich geschlechtsneutral. Wir nehmen den Hyperball, den letzten Hyperball, den haben wir wahrscheinlich den einzigen. Sprechen, was man können als Let's Player. So, 2, 3, bitte.
Zack, Janis. Kramok, das wurde gefangen. Ein cooler Name, aber ich habe einen cooleren. Ein Eintrag im Pokédex von Gramokles. Es wickelt ein blaues Tuch um den Arm von Menschen, die seinen Schwertgriff ergreifen und absorbiert ihre Lebensenergie bis zum Zusammenbrechen. Das klingt ziemlich brutal und ziemlich scheußlich. Das will man nicht in seiner Nähe haben. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Auch wenn Mordev ein Junge ist, ja, das ist so. Und das ein Weibchen ist, ja, ist es ja ein geschlechtsneutraler Name und ja, komm, Gramokles. So, da sind wir wieder auf der Route. Man könnte da jetzt noch links lang gehen und noch weiter und Pokémon suchen, aber ich will hier zum Relaxo und den Relaxo mit der Pokémon-Flöte erwecken. Da sind wir schon. Auf geht's. Ah, da seid ihr ja wieder. Sag bloß, ihr habt es geschafft, die Puckflöte zu besorgen. Jep, das habe ich. Sein Vieh überreicht dem Mann die Puckflöte. Danke. Du bist hier die Einzige, die aufspielt, nicht wahr? Es könnte sein, dass das Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es aufwecken. Ja, das stimmt ja, dafür habe ich den Platz im Team freigehalten. Naja, müssen wir einen Platz schaffen. Das Relaxo, das will ich ja im Team haben. Mist. Da hätten wir einen Hyperball gebrauchen. Da hätten wir einen Hyperball gebrauchen können. Seid ihr bereit? Nein, nicht wirklich, aber gut. Auf geht's. Es fühlt sich gut an, die Buckflöte wieder in den Händen zu halten. Los geht's. Ach ja, die Buckflöte. Habe ich das genossen, diese Melodie. Einfach wundervoll. Jedes Mal wieder, wenn die Buckeflöte gespielt wird. Geilo. Ein geiler Sound. Relax, hat seine Augen weit aufgerissen. So gut es eben geht. Ach ja, Relax, so ist ein nices Pokémon. Und es greift an. Es greift uns direkt an. Ein wildes Relax greift an. Los, Tim! Pikachu! Los, Pikachu! Donnerschlag! Diesen Satz, den ruf ich immer wieder gerne. Bah, heute ist auch irgendwie der Wurmdorn. Das ist halt irgendwie wieder. Ich kann heute auf besondere Art nicht reden. Alter, der Zitronen weiter. Worauf ich wirklich gespannt bin, ich habe die Matte hier gerade, ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe die Akustikmatte und diese Pyramiden-Schaumstoffmatte. Ich habe es gestern in einem Seltenlog ausgepackt. In einem Unboxing-Video habe ich hier gerade auf meinem Tisch gestellt. Also, das ist jetzt wirklich eine interessante Sache. Bringt das von der Akustik her irgendwas? Schreibt es mir wirklich mal in die Kommentare. Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Tut das irgendwas zur Sache oder macht das hier gar nichts? Ist das genauso hallig wie sonst immer? Ich meine, hat es nicht viel gekostet, die Matte. Also teuer war das jetzt nicht. Also so viel Geld habe ich jetzt zum Fenster nicht rausgeschmissen. Das wäre jetzt nicht schade drum, diese eine Matte. Ja, schön und gut. Ich verstehe da, was ich meine. Aber es wäre doch schon, wäre doch schon schön, wenn sie das tut, wofür sie gekauft wurde. Versteht, was ich meine. Also schreibt es mal bitte hier unbedingt in diesem Part unter die Kommentare. Nein, in die Kommentare, nicht unter die Kommentare. In die Kommentarsektion unter dieses Video. Das würde mich echt mal interessieren. Ob ihr jetzt interessiert seid an dem Part, an dem Geschehen hier. An Relaxo und der ganzen Sache. Egal, ich will einfach mal ein Feedback kriegen. Ich meine, ich werde es nachher im Schnitt hören ein bisschen, aber ich habe auch kein so gutes Öhrchen, was das betrifft. Also
Wenn da jemand von euch das Part dann hört, bitte Feedback geben. Bitte, bitte. So, jetzt zurück zum Spiel, nachdem wir hier Real Talk gemacht haben, bis zum Abknicken. Der ist wirklich stabil. Und der Relaxo. Das ist ein Pokémon, das hält sehr viel aus. Das brauchen wir unbedingt im Team. Das dürfen wir hier auf jeden Fall nicht freilassen. Das ist jetzt hier. Und das brauchen wir. Das müssen wir uns in unser Team holen. Kostet es, was es wolle. Ich hätte eigentlich vorher sparen sollen, weil. Ja. Dramokles mit ihm zu haben und Relaxo ist auf jeden Fall nicht schlecht. Papageno wurde besiegt. Und der arme Vogelfänger. Nächstes Pokémon rufen. Nicht Flucht klicken. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Bitte nicht. Blubber. Wie effektiv ist das gegen Relaxo? Nicht sehr. Eniglöre. Ja, das Ding kann man auch sehr gut gebrauchen. Gerade im Top 4 Kampf. Das Relaxo wirklich ein Geschenk. Das werden wir gebrauchen. Ja, das zieht hier nicht wirklich viel ab. Die Wasserattacken sind bei Relaxo nicht sehr effektiv. Kann man wohl so sagen. Und Markus will ich jetzt nicht einsetzen, der ist ein Feuertyp und ist der stärkste, soweit ich weiß, und ich weiß nicht, ob der da was einsetzen kann und das Relaxo so sterben wird. Na gut, die sind alle noch relativ schwach, aber ihr wisst, was ich meine. Das stärkste Pokémon sollte man nicht einsetzen, um einen Pokémon fangen zu wollen, um ein wildes Pokémon zu bekommen. Tickle. Ich tickle das ganze Ding hier durch. Na komm, Erik. Gib dein Bestes. Es ist doch gleich im roten Bereich. Oh nein, Erik wurde besiegt. Dann müssen wir wohl jetzt Mordev ins Team holen, in den Kampf. Und vielleicht kann der eine gute Attacke. Zornklinge. Na komm, zeig mal, was Zornklinge so macht. Zack, nicht viel. Relaxo ist da wirklich extrem gehärtet. Ja, Metallzorn. Schlecker. Zack, und schon ist Mordev besiegt. So viel dazu. Ja, er war halt schon vom Kampf geschwächt. So, nächstes Pokémon. Markus. Naja, Psystrahl. Mach's bitte nicht alle. Puh, im roten Bereich, das ist gut. Und verwirrt, das ist auch gut. Selbst fangen. Hat sich selbst verletzt. Ja, gut. Ich werfe, glaube ich, jetzt mal den ersten Pokémon-Ball. Luxusball, Pokéball, Netzball. Ja, Luxusball. Ist zwar nicht sehr gut, aber komm. Relaxo rein ins Luxusleben. 1, 2, 3. Na komm. 4. Nice. Wir haben uns Relaxo gefangen. Klasse. Relaxo wurde gefangen. 4. Relaxo wurde in Eintrag im Pokédex angelegt. Sein Magen kann jeder Art von Nahrung verdauen, selbst wenn sie verschimmelt oder verdorben ist. Ja, das trifft auf mich nicht ganz so doll zu, aber ansonsten ist Relaxo schon so ziemlich mein Pokémon. Also wenn ich ein Pokémon wäre, wäre ich eindeutig ein Relaxo. Kann man wohl so sagen. Einen Spitznamen geben. Das ist ein weibliches Relaxo. Ich hab's mal Zwergina genannt. Ja, wie denn auch sonst. Muss ich ja nach mir selbst benennen. Ich bin ein Relaxo. Ja. Unglaublich. Du hast Relaxo gefangen. Wiff, wiff. Ach, da kommt der Schnösel hier wieder vorbei.
Ich wollte ihn nie wieder sehen. Komm nicht nochmal vorbei. Vergiss dich. Oh. Das Einzige, was ich mit dieser Buckflöte machen kann, ist sie zur Schau stellen. Aber du spielst ja schon auf ihr, seit du klein warst. Du entlockst dir wahrlich einen lieblichen Klang. Sieht so aus als Liebe, auch mein Pokémon Kaifaf, den Klang dieser Flöte. Aber natürlich, nicht so sicher, wie es mein fabelhaften Feuerwerk gibt. Das ist klar. Ja, klar. Dein Flötenspiel klang von irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich überlasse dir die Flöte. Am besten übst du also einfach noch mehr. Ach, er überlässt jemandem irgendwas von seinem Besitz? Eine Änderung? Hat er eine Änderung durchlebt? Hat er sich gebessert? Das glaube ich ja nicht. War das eben womöglich ein erster Schritt zur Versöhnung? Und wie auch sei, ich würde sagen, alles ist gut. Ich frage mich, was wohl jenseits der Brücke nicht auf deren Dach zugeschlafen hat. Finden wir es ja raus. Laufen wir mal dahin. Ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen belesen, was Relaxo angeht. Und kann euch da so ein bisschen was sagen. Ausnahmsweise mal. Hey, Zwergi. Torbeto, mein Tag würde gerne die Pokémon-Person sehen. Gehen wir zusammen hin. Der Gruppenzwang, jetzt werde ich hier wieder gezwungen reinzugehen. Hier kümmert man sich mit Freunden um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst gerne bis zu 2 Pokémon bei uns in Pflege geben. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es von Vorteil ist, wenn man 2 Pokémon in Pflege gibt. Das stimmt. In diesem Fall kommt es durchaus vor, dass wir so was wie ein Ei finden. Wenn du das dann mit dir herumträgst, schlüpft daraus irgendwann ein Pokémon. Echt? Aus so einem Ei kommt irgendwann ein Pokémon raus? Dann sollte ich vielleicht gleich mal ein Pokémon hier lassen. Mehrere gleiche Pokémon mit identischen Tanzmoves. Das eröffnet mir ganz neue Choreografiemöglichkeiten. Möchtest du welche hinterlassen, Zwergi? Warum nicht? Da kann ich gleich welche loswerden, kann ich Platz für Relaxo schaffen. So kannst du die Sache natürlich auch angehen. Ich werde jetzt jedenfalls weiter nach Pokémon suchen, die tanzen können für meine Tanztruppe. Hey, jetzt warte doch mal. Nicht so schnell, Chireno. So. Ich bin eine der Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Na, sollen wir eins aufnehmen? Ja. Ich möchte eins abgeben. Wenn du dieses Pokémon hier lässt, womit willst du dann kämpfen? Komm einfach später wieder. Was? Wie? Die sind alle K.O., deshalb kann ich hier nicht. Ich kann nur das einzige Pokémon abgeben, was. Ach so, verstehe. Der noch nicht besiegt ist und ja, wenn ich den einzigen nicht besiegten abgebe, dann kann ich nicht kämpfen. So, dann halt nicht, dann kommen wir später nochmal vorbei. Relaxo. Relaxo hatte sein Debüt, kann man direkt mal so sagen. Relaxo taucht das erste Mal wirklich in der ersten Generation auf. In Pokémon Gelbe Edition haben wir es gespielt. Das Let's Play gibt es ja auf meinem Kanal, Pokémon Gelbe Edition, Let's Play, Zwergenfürst. Da taucht es das erste Mal auf und dann auf den Pokémon-Karten. Pokémon-Karten habe ich wirklich selbst gesammelt, das muss man mal so anmerken hier. Da habe ich glaube ich noch über 200, 350 Pokémon-Karten bei mir. Also bei mir, bei den Eltern zu Hause hier in meiner Magdeburger Wohnung. Na, Zwergenfee, wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Man nennt es das Kampfschloss. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages sicher in der Lage sein, alle 8 Arena-Leiter der Kalos-Region zu besiegen.
Ja, mit Sicherheit wollen wir da mal reingehen, welche man die Route zu Ende führen. Oh, Kalem. Dann müssen wir wohl nochmal vorbei. Wollen wir mal eben einen Kampf austragen? Ja, mit meinen geschwächten Pokémon? Du heißt die doch vorher, oder? Ich habe nur Markus am Leben, das bringt doch hier nichts mehr. Chirno und Torvato, kämpft zusammen gegen Zwergi und mich. Nein, gerade nicht. Ich komme später wieder. Du bist also noch nicht zum Kampf bereit? Was? Ja, ich spreche hier mal ganz kurz an dieser Stelle. Und mein Relaxo und meinen Mordev mal abspeichern. So, das wäre geregelt. Kann ich mein Team nochmal heilen gehen? Ich renne mal kurz zurück in die letzte Stadt und drehe das mal. Relaxo hatte ich nie als Pokémon-Karte, muss ich sagen. Also das gab es ja in verschiedenen Auslegungen, verschiedenen Generationen, verschiedenen Abbildungen auf der Karte. Obwohl, ich glaube, ein Relaxo hatte ich auch schon, aber so nicht so ein besonderes. Verlegers der ersten Generation, so ein ja, einfache Karte, keine Level X super Karte. Halt eine einfache Karte, vielleicht und da hatte ich halt fast alle. Also ich hatte halt irgendwie ja nicht den kompletten Pokédex vorher, aber bei 250 Karten hat man halt irgendwie ein paar Pokémon schon. Hat auch ein paar legendäre, also ein paar gute Karten. Pokémon Level X Karten. Level X gab es dann damals bei den Karten spielen. Ja, das habe ich eine Zeit lang als Kind gesammelt, bevor ich die Spiele dann die Edition gesammelt habe. Und ja, Relaxo war nie wirklich mein liebstes Pokémon, aber es ist halt irgendwie das, was mich ausdrückt. Das ist früher wahrscheinlich eher am Anfang so, aber jetzt halt so eher Relaxo. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Spaß ist, aber ja, irgendwie schon. Vom Körpervolumen passt es ja auch so ein bisschen. Wollen wir mal eben einen Kampf austragen? Chirino und Trovato kämpfen zusammen gegen Zwergi und mich. Ja, machen wir's. Mein Team ist jetzt aufgeladen. Zwergi, ich dachte mir, wir geben ein sehr gutes Team ab, weil wir doch Nachbarn sind. Nein, ab in den Kampf gegen Chirino und Trovato, Tomato. Krebskorps und Pikachu. Gegen wen jetzt? Und gegen Kalmins Pokémon und mein Pokémon. Gegen Lea und Dantiri. So, Rankenhieb auf Krebskorps. Das ist ein Wasser-Pokémon, das könnte sinnvoll sein. Lea ist noch nicht sehr hoch im Level. Muss man aufpassen. So, ich hoffe, das Team kriegen wir jetzt auch hier schnell gebändigt. Zack. Okay, das ist effektiv. Sehr sogar. Da sitzen wir es weiter ein. Hoch zu Kieb. Zack. So, das Team ist stark. Es geht ja aber, glaube ich, nicht ums Gewinnen, oder? Geht es ja ums Gewinnen? Kriegen wir trotzdem hin. Das ist nur so ein Freundschaftskampf. Ich glaube, das kann man auch verlieren. Los, Tim! Ein Pikachu gegen ein Pikachu? Oder was? Also Donnerschlag auf. Ich würde erstmal auf Krebskorps setzen. Zack, zack, zack. Pikachu greift Pikachu an. Schnabel. So, halt den Schnabel, Krebskorps. So sieht's aus. So, Krebskorps besiegt. Das haben wir aus der Welt geschafft. Ist der Kampf geschafft, nicht aus der Welt. Das wäre ein bisschen tragisch. Wenn ein Pokémon, wenn es besiegt wird, gleich aus der ganzen Welt scheidet, gleich tot ist. Ach ja, was ich noch sagen müsste, im Manga, also im Anime, kam dann in Pokémon-Folgen, kam aber dazu dann natürlich auch vor, ist ein erste Generations-Pokémon und wird dann natürlich auch mit gespeist, wenn er auch mit vorkommen. Donnerschlag auf Pikachu, das ist nicht sehr praktisch. Ja, Pikachu ist natürlich das erste Generation des Pokémon. Oh, der Tiere wurde besiegt. Der Tiere, Quatsch. Und
Pikachu wurde ja wirklich ausgeschlachtet als Maskottchen. Obwohl so ein Relaxo als Maskottchen für Pokémon bestimmt nicht schlecht, oder? Das wäre doch auch ein... Ich würde das Ding abkaufen. Könnte man machen, fände ich cool. Jetzt kommt jetzt ja Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli auf den Markt. Bald. Da haben sie Evoli noch als Maskottchen genommen. Ja, ein Let's Go Relaxo wäre jetzt auch nicht schlecht, aber ja, wobei Go, Let's Go ist natürlich, das kauft man im Relaxo natürlich nicht ab. Das machen sehr viele Go. Das ist dann natürlich eher so Let's Leap Relaxo. Das wäre dann so eine Special Edition zu Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Da habe ich mich im Text verfranst. Aber ja, wir haben mal eine Idee, oder? Let's Sleep Relaxo. Ein neuer Titel. Und wohl sehr selten extra Titel dazu kamen. Na gut, Pokémon Platin und Pokémon Weiß 2, Schwarz und Weiß 2 haben sie auch irgendwie. Naja, obwohl Pokémon Schwarz und Weiß 2, das waren ja dann keine Special Edition. Aber Pokémon Platin war so das einzige, was bisher an Editionen rauskam. Und was so für sich keiner, ja. Oh, Papageno entwickelt sich. Eine Entwicklung noch am Ende des Parts hier. Ich habe bestimmt den Part schon längst überzogen. Vielleicht ist das auch schon im nächsten Part mit drin. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht, wie ich das dann schneide und wie das passt. Papageno's Entwicklung. Zack. Und da haben wir ihn. Er sieht prachtvoller aus als je zuvor. Dark Tigris. Willkommen im Team. Versucht Glut zu erlernen. Ja, darauf haben wir noch gewartet. Dreschpflege kannst du verlernen. 1, 2 und Schub. Dreschpflege vergessen und Glut erlernt. Ah, noch eine Entwicklung. Das ist doch super. Das runde ist den Part ab. Wie unterschiedlich doch die Kampfstile einzelner Trainer sind. Nun ja, ich schätze, als nächstes gehen wir doch noch mal nach Petropia. Oder ich gehe im nächsten Part mal hier in dieses Schloss rein, in diese Burg. Wie heißt sie denn? Kampfschloss ist das. Zeige deine Stärke anhand eines Adelstitels. Na dann, schauen wir da mal im nächsten Part rein. Für diesen Part würde ich mal sagen, wenn ich den nicht schon überschritten habe und schon im nächsten Part drin bin, damit ich nach Hause zu euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mal mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Wenn das jetzt schon der nächste Part ist, ja, einmal eine Erinnerung am Anfang des Parts und seid gegrüßt. Ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Haut darin, man sieht sich. Bis dann und ciao. Oder jetzt geht's weiter, je nachdem, was halt der Fall ist. Bis dann. We'll be right back.